So, hallo, ich begrüße euch. Es hat geklappt, ich hab's endlich auf dem PC. Oh mein Gott. Ich erkläre es gar nicht. Das war ein wahnsinniger Umweg, aber es hat jetzt geklappt, ich hab's auf dem PC. Das ist schon mal gut. Wir gehen auch gleich in den Kreativmodus, um die Steuerung zu testen. Das haben wir ja schon festgestellt, wie das funktioniert. Glaube ich, auf der Switch zumindest. Das sollte hier genauso funktionieren, hoffentlich. Also ich versuche jetzt wieder so ein leeres Inselding herzubekommen und dann kann ich da ein bisschen rumlaufen und rumtesten. Das wäre schon mal ganz gut. Ja. Während des Lädens kann ich es ja trotzdem erzählen. Also bei mir ist es so, dass der Epic Games Launcher nichts anzeigt. Also außer so die Schaltflächen an der Seite. Also da steht zum Beispiel Bibliothek, Unreal Engine und so weiter. Aber wenn ich dann da drauf drücke, das Hauptfenster zeigt einfach nichts an. Aber die Schaltflächen sind da. Das heißt, ich musste es erstmal schaffen, mich blind einzuloggen. Das war auch ein Spaß. Und dann musste ich es schaffen, Fortnite zu installieren. Das hat auch funktioniert. Und dann ist zum Glück die Schaltfläche bei Bibliothek ja riesig, um Fortnite zu starten. Das heißt, ich musste dann nur ins Leere klicken und es hat dann Fortnite gestartet. Aber was ein Quatsch. Ich weiß nicht, warum das bei mir nicht geht. Keine Ahnung. Das Spiel läuft, der Launcher läuft nicht. So ein Quatsch. So. Hier war das, ne? Da hier konnte man jetzt in so eine einzelne kleine Insel. Genau. Okay. Ach, gucke mal. Ach, gucke mal, da ist die von der Switch noch da. Das ist ja auch interessant. Das ist ja auch hochgradig interessant. Okay. Gut. Jetzt ist die Frage, wie man das Ganze steuert. Also, ich sehe Q steht hier für Bauen. Offensichtlich. Und dann die einzelnen... Aber ich kann das... Ah, na, perfekt. Mit dem Mausrad durchdrehen, natürlich. Ist ja schon mal gut. So, R ist drehen. Okay. Das macht hier nicht viel Sinn. Das macht eigentlich nur bei der Treppe Sinn. Das macht nur bei der Treppe Sinn. Ansonsten brauche ich nicht drehen. Gut. Das ist ja schon mal was. G ist bearbeiten. Zurücksetzen. Und jetzt, wenn ich bestätige nochmal mit G, dann baut er das oder wie? Achso, nee, hä? Was kann ich denn da bearbeiten? Was? Jetzt baut er nur sowas oder wie? Nee. Bauen. Okay. Gut. So. Dann. Versuchen wir jetzt nochmal ein bisschen schneller was zu bauen. Also angenommen, ich will wieder da hoch. Nein. Ach so, Rechtsklick macht die Dings. Also muss ich wirklich mit R drehen, ja? Okay. Dann brauche ich jetzt erstmal wieder meine Treppe. So, und dann baue ich so. Zack. Und dann baue ich... Ja, das hat ja gut funktioniert. Kann ich das wieder abreißen? Ich wollte die Treppe hier... Gut, ich kann das jetzt auch hier drüber bauen. Und dann baue ich halt jetzt noch eine Treppe da an. So. Und dann... Ja, ich muss doch irgendwie die Treppe jetzt ansetzen. Nein, hier muss ich doch die Treppe dran setzen können, oder nicht? Das geht ja. Wieso kann ich die Treppe da nicht dran setzen? Ah, okay. Also ich muss das dann von da unten machen. Von hier oben will er das nicht. Okay, ich verstehe. Das heißt so ungefähr. Ach so, ah, da wo ich hinzeige, baut er nicht da, wo ich ansetze. So, dann... Ach so, dann... Ah, okay, das ist cool. Ich dachte, ich muss dorthin zeigen, wo ich... Aber ich muss einfach dorthin zeigen, wo ich hinbauen will. Das heißt, wenn ich jetzt in die Luft zeige, kann ich das Dach machen. Ach, das ist ja eigentlich ganz cool. So, wie reiße ich das jetzt ab? Zurück aus dem Q. Also Q ist dann das zurück. Und dann kann ich hier wieder alles kaputt machen. Sehr interessant. Das ist dann halt schlecht, wenn man das im Spiel macht. Hui. Okay. Gut.
M ist jetzt die Karte, meinetwegen. Was ist das? Das ist einfach. Okay, na gut, das mache ich mit WASD. Nein, will ich nicht. Nein, will ich nicht. Lass mich in Ruhe. Ich will auch das Handy da nicht. Was ist das Handy? Lass mich. Ach so, mit. Ah, okay, mit F und mit den Nummern kann ich dann trotzdem auch durch die Waffen weg. Okay, das ist auch in Ordnung. Kann ich auch mitleben. Gut. Und die Steuerung passt natürlich. Also, das ist jetzt. Ah! Oh. Das geht an der Switch halt überhaupt nicht klar. Also, überhaupt nicht. Da würde ich mich niemals dran gewöhnen, glaube ich. Wie man das an der Switch steuert. Jetzt interessiert mich nur dieses eine, was ich gerade gesehen hatte. Dass man da bearbeiten kann. Hier, das da. Was heißt das? Weil G bestätigen, bestätigt ja eben doch nichts. Ach so, aha, okay, es gibt nur vorgesetzte Formationen, die ich dann so bauen kann. Okay. Ich verstehe. Also zum Beispiel, das ist erlaubt, das nicht. Ah, das ist auch erlaubt. Also ich kann dann zum Beispiel sagen, ich möchte so. Ah, weil das dann mit Fenster ist. Okay. Was habe ich da bei der Treppe dann zur Auswahl? Okay, was habe ich hier zum Beispiel zur Auswahl? Ach. Ach, was. Ach du Schande, das sind die Dinger. Das stimmt, die habe ich auch schon mal gesehen. Auweia. Okay. Aber braucht man das im Hauptspiel? Ich glaube nicht unbedingt, ne? Okay, was kann ich bei Treppen umändern? Gut, was ich hier ändern kann, ist klar. Ne? Das geht einfach nur die Flächen an. Was ist denn das jetzt? Okay, es ist nicht klar. What ist das denn? Ah, das ist so ein Halb, Viertelkreis. Jetzt will ich den aber eigentlich auch perfekt eingesetzt haben. Ne, nicht mit anderem Material, sondern. Wie kriege ich den da rein? So. Ja, cool. Dann hat man dann einen Ausguck, wenn man das da oben macht. Alles klar. Interessant. Gut, jetzt wollten wir uns die Treppe uns anschauen und dann gehen wir ins Spiel. Treppe. Ach du grüne Neune, was ist das denn alles? Wenn ich das rausnehme, passiert gar nichts. Ah, das ist nur die Richtung. Oder so. Na gut, wie auch immer. Okay, ich denke, das reicht. Wir können mal gucken. Ich muss mich ab und zu muten. Ich muss das gestern auch schon, es tut mir leid. Weil ich die Nase putzen muss. Es ist leider. Kaum sind Ferien, da holt der Körper alles nach, was er während der Schulzeit mir verwehrt hat, nämlich krank zu werden. Deswegen. Sorry, wenn ich mich mal zwischendurch mal kurz muten muss. Aber es ist ja nur zu eurem Besten. Das will nämlich keiner hören. Jetzt habe ich länger gebraucht, als es geladen hat. Aber okay. So. Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal in den Single-Modus. Zack, ich habe schon gesagt, Team ist mir nicht so recht. Und gucken mal, was geht. Let's go. Zumindest was Aiming angeht, kann ich es jetzt nicht mehr auf die Steuerung schieben. Also bei der Switch konnte ich das halt schon, weil das bin ich überhaupt nicht gewohnt. Das ist an der Switch eine halbe Katastrophe. Na gut, eher eine ganze. Aber 40 Gigabyte hat das Spiel. Alter, das ist auch nicht so gesund. Mann, Mann. Aber immerhin läuft es jetzt. Wir können es endlich mal ausprobieren. Passt. Es müsste doch am PC schnell. Ich wollte gerade sagen, es müsste doch hier schneller gehen zu laden.
gut. Ich werde wahrscheinlich trotzdem nicht allzu viel bauen. Ich habe keine Ahnung. Ich werde erstmal versuchen, so ein bisschen klarzukommen mit der Steuerung. Ich muss jetzt ja trotzdem die Waffensteuerung auch erstmal wieder reinbekommen. Meine Waffe wechseln wird dann mit dem Rädchen genauso schön funktionieren. Das ist dann natürlich gut. Wieso haben eigentlich hier Leute Waffen? Wo kommen die her? Warum? Oh mein Gott. Leck halt noch mehr. Holy. Und ich habe es mitbekommen, Musik muss man kaufen oder sowas, ne? Also Musik habe ich nicht. Deswegen habe ich auch. Ja, ist ja verstanden. So. Wo segeln wir denn mal hin? Ich weiß es nicht. Irgendwo, wo es ruhig ist. Das sieht doch ruhig aus. Oh Mist, ist das einer? Ja, aber der kommt von woanders. Okay, also wir brauchen als erstes mal eine Waffe. Dafür gehen wir mal hier rein. Was ist das? Wie mache ich das? Ah! Ach so, also ich hätte. Ah, okay. Und E hebe ich auf. Gut, wir haben eine Waffe und wir haben was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Wo wird das mir erklärt? Wie komme ich ins Inventar? Ist es I? Nein, Tab. Tab, ich sehe es. Was ist das? Schlürfsaft. Enthält 1% Saft, verleiht Kondition und Schild über Zeit. Okay. Moment, ich höre Menschen. Nicht gut. Na! Ah! Du nicht. Lass mich in Ruhe. Ah, ich hatte keine Muni mehr. Kann das sein? Okay. Gut. Das war ein Erfolg. Okay, können wir direkt weitergehen? Yes, wiedersehen. Okay. Ja, die ganzen Items kenne ich natürlich auch nicht. Aber es wird ja auch nichts erklärt. Muss man ja während des Spiels alles rausfinden, dann wird man erstmal abgeschossen. Ja, dann lädt es erstmal wieder 3 Jahre. Nein, lass mich in Ruhe. Ich hab's auch nicht hingekriegt, hier den Charakter umzustellen. Aber was soll's. Wahrscheinlich geht das nicht. Wahrscheinlich muss man dafür auch wieder irgendwas kaufen. Ich meine, der Umfang von dem kostenlosen Ding ist ja schon enorm. Ich meine, man kann ja alles spielen. Ich glaube, alles, was mit Geld ist, sind nur irgendwie Schönheitsgeschichten, ne? Also, keine Ahnung, Aussehen, Waffen aussehen, Skins, bla blub. Verstehe nicht, wieso man dann für so. Warum gibt man für sowas Geld aus? Verstehe ich nicht. Wenn man es hat, ja, gut. Aber da gibt es doch. Ach, naja, ist ja egal. Immer noch besser als für Zigaretten. To be honest. So, kann der Bus jetzt dann mal kommen? 10 Sekunden. Na dann. Wie sprinte ich automatisch wahrscheinlich? Ja, gut. Hat sich erledigt. Was ist das? Kommt man da auch hin? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das diese Startinsel, wo wir gerade rumgelaufen sind. Wahrscheinlich kommt man da überhaupt nicht hin. Es ist jetzt so klug, hier an den Rand zu gehen. Naja, keine Ahnung. Ist ja egal. Oh nein, da ist schon einer. Lasst mich in Ruhe. Aber hier am Rand ist halt schon mal richtig dumm, weil wenn dann der Sturm und so, ne? Kann ich hier schneller runter? Oje. Wieso haben die alle schon eine Waffe und ich noch nicht? Ich bin noch nicht mal gelandet. Lass mich da rein. Okay, Waffe. Na, das ist doch schon mal was. Ah. Ich habe nämlich die Kisten ja einfach nur zerschlagen letztes Mal, ne? Das war halt dann nicht so smart. Das kann man ja vorher nicht wissen. So, so gehe ich dann nochmal zielen. Das ist. Ah! Nice. Mehr Waffen. Gut.
Ja gut, dann bauen wir mal. Also wir bauen nicht, sondern wir bauen ab. Das ist ein Unterschied. Ah, da war was, hat was geleuchtet, aber ich hab's nicht mehr zu spät. So, was sagt der Sturm? Das ist nicht die Map. Ah, passt sogar. Gut. Das kann ich durchsuchen. Verband. Das klingt nach Heilungsitem. So, oh, das sieht auch nach einer Waffe aus. So, nehmen wir hier alles auseinander. Warum nicht? Aber ich werde... Ah, ich weiß nicht, ob ich viel bauen werde. Ich weiß, dass das das Gimmick des Spiels ist. Und wenn man nicht bauen kann, wird man Probleme bekommen. War das... Oh, mehr Waffen. Achso, Rucksack. Ja, okay. Aber die, das sieht ganz nett aus. Ja, die sieht ganz nett aus. Die werden wir mal behalten. Wie crouch ich mit C? Nein. Oh, aber wieso baue ich denn da jetzt? Ach so, ah, ich verstehe. Aber wie crouch ich? Das ist nicht, was ich wollte. Irgendwie muss man noch crouchen können. Hm. Was ist es? Was könnte das für ein Teil? Es steht hier halt hier nirgends. Das ist es nicht. Da baue ich jetzt nur wieder irgendwas. Das will ich auch nicht. Ah, Steuerung. Okay. Ist das Aiming? Also so ist es ja bei vielen Shootern. Ist das... Oh, da ist dieses coole Ding. Gib mir das. Hier kann ich das jetzt sicherlich besser fahren als an der Switch. Hui. Das ist schon cool. Vor allem, wenn man dann hier so... Ja, wie gesagt, hier kann ich das besser fahren als an der Switch. Das ist kaum mehr ein merkbarer Unterschied. So, 1 Minute 20, bis das zusammenbricht hier alles. Ne, Quatsch, dann kriegen wir erstmal die Ankündigung, wo es zusammenbrechen wird. Korrekt, korrekt, ist noch nicht da. Aha. Ach, hier kann man dann für... Ah ja, für Materialien Zeug kaufen. Auch interessant. Oh nein! Oh nein, ich komme nicht hin. Ah! Mist! Nein, lass mich! Ah, verdammt! Ah, verdammt! Ja, jetzt hat er meinen tollen Skateboard. Viel Spaß damit. Okay. Okay, aber jetzt kann ich es nur auf meinen eigenen Skill schieben, der nicht vorhanden ist. Und nicht mehr auf die Steuerung. Steuerung ist in Ordnung, alles gut. Uff. Uff, uff. Okay, wie lange nehmen wir auf? 18 Minuten. Gut, dann machen wir noch 2 Runden. Die gehen ja schnell bei mir. Haha. Let's go. Hey, jetzt sehe ich anders aus. Wie kann ich das denn... Also ich meine, ist okay, aber wie kann ich das denn... verändern? Offensichtlich kann man es ja doch verändern. Was habe ich getan? Ich habe keine Ahnung. Whatever. So. Aber wir kommen der Sache näher. Was ein etwas längeres Gameplay vielleicht mal angeht. Theoretisch hätte ich ja jetzt auch einfach schnell eine Wand bauen können, hätte der so schnell gar nicht mich abschießen können, ne? Wenn ich da schnell genug bin und dann sage hier, Wand, Wand, da Wand, dann guckt der erstmal doof. Wahrscheinlich guckt er nicht doof, aber egal. So, hier geht er nicht rein, ich mach das kaputt. Oh, das dauert ja 3 Jahre, bis das kaputt geht. Ah ja. Jetzt sind wir auf der Seite. Okay. Ich versuche mal trotzdem wieder mehr in die Mitte zu gehen. Oh shit, da ist auch einer ausgestiegen.
Hat sich beim Busfahrer bedankt. Oh, wie kann ich das denn machen? Ich weiß es nicht so genau. Gut, man weiß es schon, nur ich nicht. So, wir landen gleich mal da. Da sehe ich nämlich eine Waffe. Da sehe ich sogar mehrere Waffen. Das ist doch schon mal was. Gib mir das, gib mir das. Das ist besser. Kann ich das durchsuchen oder nur kaputt? Na, dann machen wir es doch. Ach so, ja, das war nicht so viel. Ah, das kann ich durchsuchen. Jawohl, mehr Munition für meine Waffe. Halt, da ist noch mehr Munition. Gib mir das. Okay. Ach ja, siehst du, das habe ich von auch nicht eingesetzt, schnell genug. Was ist das denn jetzt? Der Koffer hat aber sich schnell dafür entschieden. Jetzt baue ich wieder ab und nutze es dann überhaupt nicht. Das ist doch voll die Zeitverschwendung, wenn ich abbaue und es einfach nicht nutze. Oh, ich bin nicht gut im Rahmen. Das ist kein guter Rahmen, wo ich stehe. Jupp. Da sollte ich mal deutlich weiter reingehen. Mal lieber eine Waffe zicken. Jetzt zücken. Ist das ein... Nein, ist es nicht. Ich wollte sagen, ob das ein Spielergebilde ist. Dann hätte ich Angst bekommen. Okay, wie komme ich da hoch? Komme ich da irgendwie hoch? Nee. Vielleicht mit so einem Luftballon-Ding, keine Ahnung. Ach so, oder kann ich das einfach einreißen und dann kommt das zu mir runter? Ja, toll. Ah, ich komme aber ran. Lull. Okay, was haben wir hier? Was ist das? Jo, das tut wahrscheinlich ordentlich weh. Dann behalten wir das mal. Ist natürlich auch klug, das laut zu schießen. Fällt überhaupt nicht auf und so. Ich hoffe, da ist niemand. Nein! Oh mein Gott. War schnell genug in den Baumodus? Ich werde das nicht hinkriegen. Das muss ich erst üben, echt. Das ist nicht gut. Ist das ein Baum? Ja. Puh. Kann man eigentlich mit den Fahrzeugen fahren? Weil in PUBG kann man ja fahren, ne? Ich glaube hier nicht. Ich glaube, hier kann man die nur auseinandernehmen, richtig? Ja, sonst werde ich jetzt hier ein E und könnte dann rein. Na gut, nehmen wir es auseinander. Ich habe gerade keine Ahnung. Dann halt so. Das sieht auch interessant aus. Was macht die so? Okay. Weiß halt nicht, welche Waffen gut sind und welche schlecht. Das ist... Was höre ich denn da? Das also, Munition ist schon mal gut. Nehmen wir mit. So. Jetzt ist mein Inventar auch voll. Wenn ich jetzt noch was anderes befinde, dann kann ich es nicht mitnehmen, richtig? Jetzt habe ich es ausgetauscht. Hm. Ja, lassen wir mal die Waffe. Weiß halt nicht, welche von der Distanz ja besser ist. Oh, wo schießen die? Vier, drei, zwei, eins. Ach so, erfahren wir noch. Erst noch nicht. Natürlich. Ich bin gar nicht hier. Oh shit, aber das ist ein Spielergebilde. Yep.
Warum baut man das hier mitten rein? Welchen Sinn hatte das? Wahrscheinlich verstehe ich das mit dem Bauen einfach noch nicht so genau, deswegen. Oh. Das sind doch Sniper, oder? Ich bin doch hier gleich tot. Wenn der mich sieht. Ich bin hier. Ja, wow, mein Gott. Nein, 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 nein. Da bin ich. Ist das der Ort, wo ich gestern schon runtergefallen bin? Oh, da baut einer gerade. Wenn ich jetzt eine Sniper hätte, ne? Oh, da ist auch einer. Hier kriege ich den nicht, oder? Oh mein Gott. Aber er mich. Nope. Ah, da hatte bestimmt eine Sniper. Oder hat er einfach so weit schießen können? Ach, und ich habe mich wieder nicht geheilt. Dumm. Hier, guck mal, was ich alles noch. Ne, das ist nicht meins. Aber ich hatte doch so Bandagen-Dinger dabei. Na gut, eine Runde noch. So langsam kommen wir rein. Und immerhin macht die Steuerung jetzt Spaß. Das war halt an der Switch, ist das halt, habe ich ja schon gesagt, ne? Das geht halt nicht. So, da war ich wieder kurz gemutet. Hat man vielleicht mitbekommen, als ich nichts mehr gesagt habe. Und direkt wieder reinspielen. Jetzt sieht man wieder so aus, also das verstehe ich nicht. Aber gut, meinetwegen. Wenn das so random ist, ist mir das auch recht. Badabadabam. Ja, ich kann schon verstehen, dass das Spiel Spaß macht. Das ist überhaupt nicht mein Problem. Mein Problem ist einfach, dass es so. Also zum einen, dass man dafür viel zu viel Geld teilweise ausgibt. Was ist da an Skins? Also was ein Montana Black in das Spiel reinhaut. Der hat halt Geld, ja, aber warum? Der macht damit halt den Kindern vor, dass man das. Das weiß ich nicht. Get on my level. Naja. Also ich würde niemals für Skins oder sowas Geld ausgeben. Sei es CSGO, sei es das hier. Nee. Das widerstrebt sich in mir alles. Und wenn ich viel Geld habe, dann habe ich doch immer noch bessere Sachen. Weil ich habe doch nichts davon. Ich sehe dann anders aus. Ja, cool. Das ist doch dann wieder nur so ein Statussymbol-Quatsch. Wie irgendein teuren Schmuck, der am Ende genauso aussieht wie der billige Schmuck. Einfach nur teuer ist. Und so, sonst ist kein Unterschied. So, wie kann ich mich jetzt bei dem bedanken? Ich würde mich gern bei dem bedanken. Aber ich weiß nicht wie. Was soll's? Oh Gott, die Stadt ist sicherlich nicht die beste Idee. Kann das nicht später? Ach so, in einer Minute. Ja, ist schon recht. Jetzt haben schon wieder zwei geworfen. Bin gerade erst gelandet. Da leuchtet was. Ach so, das ist das Skateboard. Okay, so selten ist das dann gar nicht. Okay, wenn man länger drückt, kommt man davon auch wieder runter. Was ist das? Wait, what? Oh mein Gott. Das ist ja großartig. Ja, da ist noch so. Okay, die Dinger sind echt nicht selten. Kann ich von dem aus. Nein, von dem aus kann ich aber nicht schießen. Ne? Das ist jetzt einfach so. Also ein paar Fahrzeuge kann man dann da doch fahren. Das ist ja sick. Okay, wir sind gut. Was ist, wenn ich jetzt von da von weit oben runterstürze? Ist das gut? Wahrscheinlich nicht. Doch. Das ist super. Oh mein Gott, lass mich in Ruhe. Ich will nur Auto fahren. Lass mich, ich will nur Auto fahren. Yay. Ach du Grüne. Nein, lass mich, ich will doch nur Auto fahren. Oh, ich kann nicht nach hinten gucken. Das ist ungünstig. Wow, das ist ja großartig. Nein, lass mich, ich will nur Auto fahren. Hör auf! Hör auf! Ah, verdammt. Okay, das lassen wir jetzt aber nicht als Runde zählen. Das war jetzt Quatsch.
Okay. Das machen wir nicht als Runde. Eine geht schon noch, oder? Wir sind bei 30 Minuten. Ja, eine geht schon noch. Ich wollte doch nur Auto fahren. Mann. Ah, jetzt sehe ich so. Okay, ja, alles klar. Das ist ja wohl purer Random, wie man aussieht. Wie auch immer. Aber dieses Wechseln zwischen schnell bauen und schießen, puh, das kann ich, glaube ich, nie. Das ist, glaube ich, nicht mein Ding. Ich fände es schön, wenn ich mal ein paar Leute erledigen könnte. Das wäre zumindest mal was. La la la. Die Stimme verlass mich nicht. Die 10 Minuten hältst du noch aus. Ich will den Bus fahren. Ach, hier liegen Waffen rum, aber es nützt mir halt auch nichts. Mal ein bisschen aimen üben. Gut, das wäre ich jetzt auch wieder tot gewesen, aber hey. Oh, da ist ein Piratenschiff. Oh no, da ist schon einer unterwegs. Ist nicht gut. Wer sagt, dass es ein Piratenschiff ist? Ich weiß es nicht. Ist es ein Schiff? Es ist halt ein Schiff. Ich glaube, da oben drauf landen ist nicht die beste Idee, dann komme ich nicht runter. Oh nein! Nicht gut. Nicht gut, wenn hier schon einer rumläuft, bin ich ja gleich sofort tot. Schnell eine Waffe holen. So. Dann gleich mal in den Duck-Modus. Oh Gott. Das ist auch keine gute Idee, hierher zu kommen. Nein? Ach, hör doch auf zu bauen, das kann ich nicht. Oh! Oh, der hat keine Waffe mehr. Nein, der hat keine Waffe mehr. Warum bin ich jetzt nicht... Ah, ich hätte aus dem Duckmodus rausgehen sollen. Aber war das dumm. Wir machen noch eine Runde. Das war mir viel zu kurz. Gott, aber wieso treffe ich denn nicht? Ah. Skill is not available in Shootern bei mir. Echt nicht. Epic wird euch niemals nach eurem Passwort fragen. Ja. Die fragen auch nicht danach, ob die E-Mail echt ist. Habe ich das? Ich habe es in Smash erzählt, aber hier nicht. Hier kann ich es auch nochmal erzählen. Ich hatte ja schon einen Account bei Epic, interessanterweise. Und zwar hat irgendein Thailänder sich mit meiner E-Mail-Adresse da angemeldet. Und da die nicht verifiziert werden muss oder sonst was, läuft das einfach. Ich bin da immer noch sehr überrascht, wie komplett unsicher das System ist. Es ist eigentlich Standard, dass wenn man sich mit einer E-Mail anmeldet, zumindest einen Bestätigungslink über die E-Mail-Adresse bekommt, den anklickt, sodass klar ist, okay, das war wirklich die E-Mail, mit der er sich angemeldet hat. Aber es ist völlig egal. Man könnte irgendein Unternehmens-E-Mail nehmen, die im Internet stehen, was weiß ich, von RTL oder so. Ja, ist egal. Einfach so eine Impressums-E-Mail und sich damit bei Fortnite bei Epic anmelden. Und das würde laufen. Man kann halt nur nichts über die E-Mail dann machen, weil man nicht eingeloggt werden kann. Aber man kann halt den Account nutzen. Das ist so ein Quatsch. Warum? Ich verstehe es nicht. Ui, der Schlachtenbus fährt los. Na dann. Aber wie schnell der gebaut hat, ne? Das ist das, was ich noch überhaupt nicht können werde. Wahrscheinlich sehr lange braucht, bis ich das kann.
sehr, sehr lange. So, ich will hier zu dem Haus, glaube ich. Warte, nee, die sind... Hä, sind die untergegangen? Ach so. Ich glaube, da finde ich nichts. Oder kommt man... Kann man hier ins Haus? Also kann man da dann unten rein? Oh mein Gott, man rutscht hier rum. Hilfe. Ja doch, na nice. Ah, was ist denn... Oh mein Gott. Okay. Gib mir das. Eine Wahrheitskugel. Was macht die? Ich habe keine Ahnung. Ein Riss, der in einer Flasche verstaut wurde. Beim Öffnen des Folie der Inhalt könnte etwas instabil sein. Okay. Ich sehe das schon kommen. Wenn ich das jetzt ausprobiere, bin ich tot. Aber ich probiere es aus. Ich muss wissen, was das Ding macht. Ach so. Ja gut. Das hätte mich teleportiert. Das ist also eine Sicherheit. Boah, ich kann überhaupt nicht. Hilfe! Ich schlitter hier durch die Gegend. Okay. Ja, das wäre also eine zusätzliche Sicherheit gewesen. Gut, dass ich das schon kaputt gemacht habe. Aber man muss es ja, man weiß es doch vorher nicht. Menno. So, gib mir das. Sind hier andere Spieler oder bin ich alleine? Moment, was sagt eigentlich die Map? Oh mein Gott! Nichts Gutes. Hups. Ich bin hier wohl ziemlich sicher alleine. Nein, ich will Auto fahren. Ist hier vielleicht so ein Auto drin? Hier ist nichts drin. Cool. Gott, aber ich muss ganz dringend jetzt in den Dings laufen. In den Bereich. Weil der wird nachher nochmal kleiner und dann... Hilfe. Ist das nicht gut? Sprungfläche. Schilddrink. Komm, den trinken wir gleich mal. Und da bringt mir... Habe ich den jetzt... Ach, ich darf das nicht abbrechen, ja? Ah, okay. Leider kein Fahrzeug hier. Bin ich jetzt schon im Bereich? Ne, noch nicht mal ansatzweise. Puh. Lass mich da raus. Noch nicht mal. Ach so, ich muss auch in die Richtung laufen. Da oben sehe ich es ja. So. Oh oh. Nein, da läuft einer. Sieht er mich? Ja. Mist. Ich habe keine. Ich habe keine Fernwaffe Dings. Mano. Lass mich. Kommt er jetzt nach? I hope not. Und da ist jetzt zumindest schon mal der Kreis. Nein! Ach! Manno! Er kam nach. Oder sie oder es oder wie auch immer. Noch eine Runde. Ich will noch eine Runde. Gibt's noch nicht. So, ich bin kurz wieder am Muten. Ihr wisst Bescheid.
ja keine Ahnung, was ich da gerade bekommen habe, aber es kann jetzt nicht so sensationell wichtiges sein. Spinnt. Ja, dann halt nicht. Wahrscheinlich irgendwie ein Graffiti für keine Ahnung, vielleicht sieht die Wand dann anders aus oder was weiß ich. Irgendein Accessoire-Gadget-Dings halt. Aber Aiming war noch nie so meine Stärke. Aber zumindest fühlt es sich jetzt so an, dass ich es selber verhaue und eben nicht hier an der Switch. Das an der Switch hat sich dumm angefühlt. Naja. Wenn ich halt wüsste, wir haben halt hier keine Musik im Hintergrund, das ist blöd. Ich weiß ja auch jetzt warum. Wenn ich halt wüsste, was ich da im Hintergrund laufen lassen könnte, was mir dann nicht gleich wieder Ärger einbringt. Das ist dann halt immer so eine ungünstige Geschichte. Ach, auf der Karte sieht man jetzt, wie dieser Bus gefahren wäre. Ah ja. Ich verstehe, glaube ich. So, da ist eine Hütte. Gehen wir mal dahin. Ich hoffe nur, dass da jetzt nicht alle anderen auch hingehen. Ich will jetzt schneller da runter. Wir können doch erst kurz vor Schluss das Ding aufmachen. Ja, da ist eine Waffe. Sehr schön. Oh, was ist das denn? Oh! Das gefällt mir. Mal kurz gucken, ist das Schnellschuss oder so ein Sniper-Dings? Okay, ja, es ist so eine Mischung. Ich sollte abbauen. Ja, wozu sollte ich abbauen? Ich baue im Moment eh noch nicht. Ich bin im Moment nur auf Schießen aus. Stimmt, das hätte ich vorhin auch machen können. Ich hätte eine Wand hinter mir setzen können oder sowas. Aber so schnell reagiere ich doch gar nicht, dass ich da... Gott. So schnell reagiere ich doch gar nicht, dass ich da plötzlich schon was baue. Ah, nicht gut. Das ist ja das Problem. So, jetzt haben wir gut 200 Holz, ne, ein bisschen mehr. Wie viel kostet eigentlich jetzt zum Beispiel so ein Ding? 105, nee, das ist ja nicht das... 150 KP ist ja nicht das Holz. Ach, da bauen 10, okay. Alles klar. Was? Dinge sind passiert. Ach so, 150 KP ist die Stärke von dem Ding, bis es kaputt geht. Ergibt Sinn. Ergibt erstaunlich viel Sinn. Was sollte mir das bringen? Ach, das würde mich heilen. Aha. Zumindest habe ich diese Plusdinge jetzt so empfunden. Kann ich ins Wasser? Ja, kann ich. Sprungfläche. Ja, das ist jetzt wieder... Das könnte ich jetzt wieder bauen, aber... Hilfe. Wie lange habt ihr gespielt, um... Gut, vielleicht seid ihr ja gar nicht gut, man weiß es nicht. Aber falls ihr gut seid, wie lange habt ihr gespielt, um gut zu werden? Wahrscheinlich zu lange. Und das werde ich nicht tun. Nein, aber es macht ja auch, also man muss ja auch sagen, es macht ja trotzdem in gewisser Weise Spaß, auch wenn man schnell stirbt. Weil es ist schon interessant gemacht, was man alles so machen kann. Ich weiß halt nur nicht. Ich bin schon wieder hier so offen unterwegs, das gefällt mir nicht. War das hier? Mal die Waffe ausrüsten. Ich muss erstmal in den Kreis reinkommen. Jetzt gehen wir mal ganz schnell zu dem Kreis.
Viel langsamer ist man auch nicht, wenn man schleicht. Das ist schon mal gut. Oh shit, hier ist doch einer drin. Oh mein Gott. Hat der mich gesehen? Sollen wir es wagen? Da! Er hat mich gesehen. Ja, jetzt hat sie erwischt. Ne, hat sie noch nicht, oder doch? Ja, doch. Achso, man kann immer denjenigen zugucken, die... Ah, okay. Gut, vielleicht lernt man auch ein bisschen was durch Zuschauen, natürlich. Schauen wir die Runde mal noch zu Ende an. Können wir ja mal machen. Wir schauen mal die Runde zu Ende an. Was da so geht. Dieser Cobra hat schon 5 Leute gekillt. Okay. Ja gut, aber jetzt passiert halt erstmal nichts, weil keiner da ist. Da waren halt gerade ganz viele auf einem Haufen, ne? Also ich glaube, ich hätte so oder so hätte ich das nicht überlebt, so schnell. Aber wie schnell die nach oben bauen plötzlich ihr Zeug. Alter. Krieg ich überhaupt nicht hin. Ja nun. Kann ich hier auch die Map drücken? Ja, ist sehr schön. Ah ja. Ach so, in der Phase geht das dann außen erstmal zu. Ah, okay. Dann habe ich das jetzt immer falsch verstanden. Na gut. Wobei man den Kreis ja schon relativ bald sieht, richtig. Ah, und dann kommt die nächste Phase, wo man den kleineren Kreis... Ja, okay, so langsam ergibt das dann Sinn. Wo man den kleineren Kreis sieht. Ja, nichts los hier, ne? Wie viel sind noch übrig? 36. Oh. Jetzt wird gesniped. Yeses. Der wird doch nicht aus der Entfernung den treffen. Aber der muss doch jetzt auch hoffen, dass der da drüben keinen Sniper hat, weil der ist doch jetzt relativ frei hier unterwegs. Also ich werde schon wieder längst abgeschossen worden bei meinem Glück. Da unten läuft einer. Da unten. Ja, der baut die Reihe. Wie schnell die, guck mal, wie schnell die bauen können. Und schon sind die... Boah, was zur Hölle? Yo! Alles klar. Erstmal schön looten hier. Mal gucken, ob Cobra das Rennen macht. Okay, ja gut, das verstehe ich mit dem... das ist sinnvoll. Oh, es spielt sich alles in der Stadt ab. Oh, nee, es geht bis zum Lake. Okay. Bis zum Loot Lake. Was ist das denn für ein Name? Sehr interessant. Ja, schauen wir mal, wie lange das jetzt noch geht. Das gucke ich jetzt mir noch zu Ende an. Wen das nicht interessiert, der kann ja ausmachen. Ist ja ganz klar. Da ist einer. Da hat doch gerade einer was gebaut, oder? Ich höre doch, den höre ich doch auch.
Yo, guckt euch diese Information an. Wie schnell der da einfach die Plattform hingesetzt hat. Oh, wo denn? Ich sehe den gar nicht. What? Oben! Holy. Oh mein Gott. Da baut schon der Nächste was zusammen. Jetzt baut er hier plötzlich hinter sich eine Wand, um kurz zu trinken. Ah, okay. Und jetzt ist er gleich tot. Das überlebt man gar nicht. Aber wenn Cobra das überlebt, dann bin ich auf dem Punkt. Wie schnell die bauen! Und gleichzeitig schießen. Was? Wie? Er hat's überlebt. Wie kann man denn so schnell bauen und gleichzeitig schießen? Achso, über die Shortcuts, ne? Wenn man dann Q und E oder sowas drückt. Ah, nicht Q und E, sondern halt die. Puh! Ja, uff. Ah, jetzt ist er schon wieder voll da. Oh mein Gott. Das wird. Geht das? Soll das jetzt gut gehen? What? Alter! Wo ist jetzt der andere hin? Oh, und das ist eine neue. Ja, es wird noch enger hier. Erstmal wieder in den Bereich rein, ganz schnell. Heieiei. Was da los ist. Ah, das ist das, wo wir vorhin waren. Oh, 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 oh. Oh, yes. Unglaublich. Ah, ich glaube, wir gucken hier gerade dem Favoriten zu. 9 Kills schon. 14 sind übrig. Vorsicht, die Zone kommt. Siehst du die Zone? Vorsicht, ja. Ja, das hast du aber jetzt bald bemerkt. Jetzt schau mal, dass du reinkommst. Ja, halt dich halt noch länger da auf. Was zur Hölle? Eieiei. Du konntest dich das jetzt aber leisten, meine Güte. Oh, da kommt schon der nächste Kreis. Ja, es wird... Oh! Oh! Oh, 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 das war's. Doch nicht der Favorit. Aber gut geschlagen, Cobra. Wow. Jetzt muss man wissen, was man alles mitnehmen will, ja? Kann man das anhand der Farbe von den Waffen so ein bisschen sehen? Ist Lila zum Beispiel besser als Blau oder? Nee, ich glaube, das ist was anderes. Huiuiui. Wie schnell die bauen! Zack. Ist den Nächsten erwischt. Ja, aber das ist interessant, ne? Er hat bisher nur 3 Kills, ist aber weiter vorne als Cobra mit 9 Kills. Also von den Kills her dann natürlich dann nachher mehr Dings. Aber vom Gewinnen her, man muss halt nicht viel töten, man muss ja nur überleben am Ende. Ja, jetzt erstmal rausfinden, was das alles ist. Holy. Kann ich hier ins Inventar von dem Renierjenigen reingucken? Nein, kann ich nicht. Schade. Aber jetzt geht's gleich. Jetzt wird's hier noch enger. Zack. Und es wird sich alles um den See am Ende abspielen. Um den Loot Lake. Wie es so schön heißt. Also der hat jetzt lauter orangene Waffen. Das mit dem schnell bauen, das muss ich irgendwie rausfinden, wie das geht. Also so schnell, wie die da loslegen. Das ist schon interessant auf jeden Fall. Da war eine Truhe. Willst du die Truhe nicht? Okay, er will die Truhe nicht. Oder sie. Oder es.
Was? Warum? Alter, wie schnell dein Turm einfach entsteht. Ja, und jetzt hauen wir den Baum da noch weg. Genau. Meine Güte. So, jetzt kommt gleich der nächste Kringel. Ja, machen wir noch ein Dach hin. 6 Spieler sind noch übrig. Und der nächste Kringel. Oh, wow, wow, wow. Es wird aber jetzt hier. Aber richtig. Was ist das denn? Da würde ich, glaube ich, nicht reinlaufen. Das sieht gefährlich aus, die Wand. Oh. Oh, oh. Ja, jetzt bauen die wirklich alle hier ihre Türmchen, ja? Und dann wird durch die Türmchen am Ende alles entschieden. Puh. So. Na? Also noch alles still. Einer muss jetzt den Anfang machen. Sind jetzt alle in ihrem Turm und trauen sich nicht raus, oder wie sehe ich das? Ja, das hast du gut gemacht. Jetzt kommst du. Ach so. Ach, wie schnell die das umbauen können. Na, guck mal, da baut auch gerade einer hoch. Ah, und jetzt hofft er, dass er den erwischt in dem Moment, wo er hochgeht. Das ist natürlich auch interessant. So, jetzt wird es kleiner. Und dann wird es nochmal kleiner. Jesus. Wenn der jetzt da drüben zum Beispiel einen Raketenwerfer hätte, hätte er hier doch ein Problem, oder? Wobei das Metall, glaube ich, schon recht lange hält. Stein scheint ja das zweitstärkste zu sein, Holz das schwächste und Metall ist dann das stärkste. Und er hat jetzt ja Stein gebaut und er hat hier Metall. Wenn ich das richtig sehe. Ja, mach den Turm noch größer. Ist in Ordnung. Wie kann der so schnell eigentlich die Wände... Also gut, der dreht sich wahrscheinlich einfach einmal rum. Ich muss mal im nächsten Part am Anfang nochmal im Kreativmodus das Bauen, das Schnellbauen üben, dass wir wirklich was Sinnvolles mal zusammenbauen. So ein Turm zum Beispiel. Ja, der macht das einmal außenrum. Hä? Wieso schießt jetzt da unten hin? Bricht es dann zusammen? Oh, bricht es dann? Oh, was? LOL! Das ist ja sick! Boah, aber das könnte ich jetzt nicht so zu spielen, ja? Und jetzt hier ewig zu warten. Ich würde ständig auf Angriff gehen wollen. Das könnte ich halt überhaupt nicht so zu spielen. Oh Gott. Ach, jetzt hat er ein Fenster draus gemacht. Ja, gibt's Sinn. Ah, er kann nicht so gut snipern anscheinend. Hopp, da hat's einen erwischt. Sind noch 4 übrig. Oh, Achso, nee, der Kreis passt sogar. Wow. Hat aber Glück gehabt. Ja, aber das sieht komisch aus auf der Karte. Der Teil ist lila. Und da wird es jetzt... Also verschiebt sich das jetzt dann nochmal, oder wie? Ah ne, er ist ja doch gar nicht im Kreis. Das ist ja meine Maus. Sieht man die überhaupt? Ja, ah, das ist ja meine Maus gewesen. Er ist ja nicht im Kreis. Er muss jetzt aufpassen. Weil jetzt wird es kleiner. Das Feld wird kleiner. Das verschiebt sich jetzt da runter zu dem kleinen Kreis. Du musst aus der... Du musst da raus. Ich mache hier Backseat Gaming. Jetzt geht er raus. Oh, schnell in den kleinen Kreis rein. Yep, jetzt wird's kritisch. Jetzt sind wir drin. Oh, jetzt wird's aber richtig schnell klein, das Ding. Heieiei.
Das mit dem Bauen ist halt, das ist ein Konzept, da komme ich nicht klar mit. Uiuiui. Und er wird nochmal. Was? Wohin geht der Kreis als nächstes? Jetzt muss man mit dem Kreis mitgehen, oder was? Ach du Schande. Das heißt, das wird nicht nur in dem Ding selber jetzt kleiner, sondern man muss mit dem Kreis mitgehen. 3 sind noch übrig. Boy. Das ständig über das Wandern, das Ding, ja? Okay. Ah, ist das sick. Jetzt wird die Aufnahme natürlich doch ein bisschen länger, weil wir dich hier zugucken. Aber das ist gerade echt spannend. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt wird's kritisch. Raus da. Na, das schafft er nicht mehr. Das war's. Boah. Am Ende hat's dann die Zone entschieden. Oh, nee. Tschüss. Dämliche Tänze da. Ei. Okay. Gut, das war spannend. Dann wieder eine Stunde gespielt. Also gut, nicht gespielt, sondern waren es bestimmt 20 Minuten, die wir zugeguckt haben, oder? Keine Ahnung. Aber ich verstehe schon, warum das Spiel Spaß macht. Ich verstehe halt nur nicht, warum es so enorm, ja, so übertrieben gehypt wird. Es ist ein gutes Spiel, keine Frage. Überhaupt keine Frage. Ich verstehe nicht, warum man Geld dafür ausgibt. Um Entwickler zu unterstützen, das würde ich mir auch noch eingehen lassen, ja. Das würde ich mir auch noch eingehen lassen. Aber nicht, weil man sagt, oh, ich will unbedingt irgendwie... Was habe ich jetzt eigentlich da bekommen? Wo ist das, was ich bekommen habe? Hier ist das Ausrufezeichen. Das ist es nicht. Wo ist das, was ich bekommen habe? Banner. Cares about Banner. Battle Royale. Fahrzeuglackierung, Sturmgewehr. Das meine ich halt, ne? Warum sollte man sowas wollen? Das verstehe ich nicht. Aber gut, ist ja egal. Ich weiß jetzt nicht, was ich bekommen habe. Zeigt er mir halt auch nicht an. Ist ja egal. Ja, und hier zum Beispiel, was kann ich jetzt kaufen? Ich kann mir Schlenki kaufen, dann sehe ich so aus. Für 1200. So. 1000 kosten schon 10 Euro. Das heißt, für gut 12 Euro sehe ich dann halt einfach anders aus. Hier. Ändern nur dein Aussehen. Warum kauft man das? Das sind 12 Euro. Das sind 8 Euro. Nur, dass es anders aussieht, das ernte Werkzeug. Bitte kauft sowas nicht. Ich weiß, dass das Spiel sich damit finanziert. Das ist mir schon bewusst. Aber kauft sowas halt zumindest nur dann, wenn ihr auch, keine Ahnung, wenn es euch nicht wirklich wehtut. Aber, weiß ich nicht. Naja. Lass was hierbei. Danke fürs Zuschauen. Ich werde ab und zu mal ein paar Runden spielen und dann mal gucken, was daraus wird. Und tschüss!